jetzt nicht mehr dieser chillige Student. Ich fange jetzt richtig krass an. Ich werde jetzt richtig krass... Ja, und jeder sagt jetzt wieder, ja, weil es soweit ist und du redest und du redest. Nein, ich rede nicht. Ich ziehe so verdammt durch, ihr wisst nicht. Hm? Das Wassereis hat mich gerade so befriedigt. Ich mache nächstes Jahr im Januar, also im Februar, schreibe ich 4 Stück. Und zwar M3 in Bibi. Da muss ich eine Hausarbeit schreiben. Das wird meine erste Hausarbeit. Leute, ich habe so Angst davor, weil die ist, Bibi ist wichtig. Leute, Bibi ist das Fach, also Bildungswissenschaften ist das Fach. Wenn ihr das dreimal verkackt, könnt ihr in ganz Deutschland kein Lehramt mehr studieren. Und es ist halt eine Hausarbeit. Ich habe nie in meinem Leben eine Hausarbeit geschrieben. Deswegen habe ich richtig Respekt vor dieser Klausur. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Hoffentlich. ChatGPT und ich. Dann, also ich mache Bibi die Hausarbeit, dann mache ich in Englisch M3 endlich mal. Ich habe so Angst vor dieser Klausur, dafür lerne ich 3 Monate, ihr wisst nicht. M3, plus ich mache in Englisch M2, LC. Die 2 Sachen hätte ich eigentlich dieses Semester schon geschrieben, aber habe mir erfolgreich einen Test geholt, weil ich krank war. Und ich mache in Religion M2. Und das Ding ist, M2 und LC2, also M2 in Rallye und LC2 in Englisch sind beides mündliche Klausuren, deswegen sollte das eigentlich entspannt werden. Eigentlich. Dann kommt M3 in Englisch, das wird der Horror, das wird schlimm. Aber dadurch, dass die anderen 2 ein bisschen entspannter sind, denke ich, kriegen wir M3 irgendwie vielleicht hoffentlich mit 4,0 hin. Und dann kommt es noch die Hausarbeit und vor der habe ich Angst. Ja. Und diese 4 Sachen habe ich dann, hoffentlich. Und dann schreibe ich noch im April, weil das Gute in Rallye ist, ihr dürft in Rallye dürft ihr auch im April schreiben, beziehungsweise auch im Oktober. Und ich schreibe dann nächstes Jahr im April dann noch im selben, das ist immer noch dasselbe Semester, schreibe ich dann noch M5 in Rallye plus meine Latein-Klausur. Und da habe ich 6 Sachen geschrieben nächstes Semester. Denkt ihr, ich ziehe durch? Ich habe dieses Semester eine Sache und letztes Semester eine Sache. Nein, letztes Semester 2 Sachen, aber da war eine wiederholt, deswegen theoretisch nur eine. Ja, jetzt mache ich 6. Ich bin jetzt auch mal Elite-Student, doch. Hast du viele Zweitversuche? Nein, erst einen. Aber diese eine war peinlich. Wirklich, diese eine war peinlich. Das war wirklich eine so peinliche Klausur, also, dass man die durchfällt. Weil die ist so einfach, das war Tefl 2, die ist so einfach, aber ich habe mir gedacht, ja komm, einmal durchgucken, einmal angucken, passt. Also die war nicht, dass ich die durchgefallen bin, war nicht gerechtfertigt. Das war wirklich, weil ich zu faul war zum Lernen. Aber nicht jetzt, also ich bin noch nie irgendwo, also das war wie gesagt die eine Klausur, aber es war jetzt auch noch nicht, oh danke für die Cap. Das war jetzt auch noch nicht irgendwie so gewesen, dass ich eine Klausur durchgefallen bin, weil die irgendwie zu schwer war oder so. Ich war einfach nur zu dämlich, um mir ein bisschen was anzugucken. Ja. Aber die schwierigen Klausuren kommen ja erst jetzt. Ich habe hier fast nur nichts geschrieben. Wie gesagt, ich habe 9 Sachen geschrieben und mir fehlen noch 16. Seit 2 Stunden live, wann hast du Uni? Woher weißt du, dass ich seit 2 Stunden live bin? Wo steht das? Als ob ich schon seit 2 Stunden live bin. Niemals, oder? Bin ich schon seit 2 Stunden live? Ups. Danke für die Rose. Kein Bock mehr auf Uni. Same. Ich will auch nicht. Ich will doch nur in die Schule. Ich hab so Bock auf die Uni. So Bock auf die Schule. Ich will einfach nur in die Schule gehen. Ich will Kinderunterrichte. Ich will die anschreien. Ey, war ein Spaß. Aber ich will so denen sagen. Ich will so, dass die mich fragen. Dass die mich fragen, Frau Mütsch, darf ich was trinken? Ich mag das. Dass Menschen mich fragen, ob sie was trinken dürfen. Und da sage ich natürlich, nein, Spaß. Ich sage immer ja. Meine Kinder dürfen alles im Unterricht. Ich bin so cool. Die fragen mich mitten im Unterricht, darf ich das Logo? Ich sage ja. Die fragen mich, darf ich das essen? Ich sage ja. Ja, natürlich dürft ihr essen. Aber alles ruhig. Und wenn es dann klappt, dann mache ich mal die Sache nochmal weg. Ne? Ich bin so chillig im Unterricht, ihr wisst gar nicht. Aber nur wenn ich weiß, dass die Kinder sich auch benehmen. Wenn ich weiß, dass da kein Respekt entgegenkommt, dann bin ich auch streng. Ich habe so Bock auf die Schule. Hört sich gerade voll toxisch an, gell? Ich glaube, die steht dir nicht, diese Tasche, Jackie. Nee, Spaß, aber ohne Kack, dieser. Weil, also die ist halt sehr, sehr groß und massiv. Aber muss jedem selbst gefallen. Hat sich gerade so verdammt toxisch angehört. Oh mein Gott. Jackie, hol dir die Tasche. Ich kauf die dir. Ich kauf die. Hat sich gerade so toxisch angehört. Bruder, ich sehe mich morgen noch in Saarbrücken, die holen. Meister, ich schick dir gleich mal noch die Liste, ne? Für die Sache, die du noch bitte kaufen musst. Für Flug. Und übrigens hole ich uns so Glennitüt mit, ne? Also für den. Oder hast du Ende der Beutel? Ich gehe nicht davon aus, dass du den hast, weil dann hole ich nur mit für dich. Also dir einen einzelnen. Ich bin im Ref, aber das nimmt mich. Das nimmt einem jeglichen Spaß weg. Liebe sonst eigentlich auch. Ja, ich weiß, ich habe schon gehört, Refs soll echt schlimm sein.
Warum sagt das jeder? Ich habe so Angst vor meinem. Bist du in der Grundschule? Nee. Was geht? Bin auch Lehrerin.